Hier spricht Oskar und es geht weiter mit Stardew Valley. Wir sind kurz vorm Blumentanz und wir werden auf jeden Fall mit einer wunderbaren Partnerin tanzen. Ich denke mal, wir werden mit, ich weiß übrigens noch nicht, mit wem ich tanzen werde. Vielleicht könnt ihr das gleich entscheiden im Chat. Hallo übrigens auch an alle YouTube-Mumien, schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade ein bisschen was erzählt über alle möglichen Dinge, die mich gerade so beschäftigen. Und auch hier auf, für YouTube möchte ich das einmal sagen, mir geht's, Käse! Mir geht's 100% um Spaß. Um entspannten, gemütlichen Gaming-Spaß. Und wer Spaß hat, ist hier gerne gesehen. Und hi, schön, dass du da bist. Lass doch mal einen Daumen da, gerade auf YouTube, ihr faules Pack! Wenn ihr das doch mögt, dann sagt es doch. Nur weil ihr in der Unsichtbarkeit des YouTube-Videos schauen seid, heißt das nicht, dass ich mich nicht freuen würde, wenn ihr mal Hallo sagen würdet. Ja. Habt Spaß. Ihr wisst, ich sag's gerne nochmal, meine deutsche YouTube- und Twitch-Zeit wird enden. Leider. Weil es halt eben anders ist, als vielleicht behauptet wird. Und ich möchte da gerne genau so drauf rumrücken. Community und Community heißt, dass man mehr schaut als nur ein Spiel. Und dass man sich gerne auch alle Sachen ansieht, die ich mache oder die der Streamer oder YouTuber macht und nicht nur eine einzige Sache, nicht nur eine einzige Serie. Ihr seid zum Beispiel, ich nutze jetzt einen Namen, weil ich weiß, dass da eine sehr, sehr, sehr große Serie von kam. Ihr seid zum Beispiel kein Gronkh-Fan, nur weil ihr 1000 Folgen Minecraft bei Gronkh geguckt habt. Vielleicht mögt ihr einfach nur Minecraft. Und wenn ihr nur hier Stardew Valley guckt oder irgendein Farmgame, dann mögt ihr halt Stardew Valley oder irgendein Farmgame. Das heißt nicht, dass ihr das mögt, wie ich spiele oder sonst irgendwas, weil sonst hätten wir ja auch wirklich eine Community. Haben wir aber nicht. Das ist nicht schlimm. Aber bitte seid nicht so vermessen und deswegen wollte ich das hier einmal sagen und sagt solche Dinge und sagt im gleichen Zug, ja, ich freue mich auf die nächste Folge von genau nur diesem Spiel. Ich habe 4000 Videos auf YouTube. Fans wissen das. Und Fans haben wahrscheinlich auch mehr gesehen als nur das andere Farmgame, was ich noch gespielt habe. Ist nicht böse gemeint. Ist aber auch ehrlich gemeint. So. Ne? Oh, da ist noch ein Ei. Da ist noch ein Ei. Das macht keinen Fan aus. Das macht einen. Nicht vom Spieler. Vom Game bestimmt. Aber da gibt es genug andere Leute, die das Spiel auch spielen. Und man hat dann keine Community, keine Bindung zu dem Spieler. Große Ziegenmilch. Ah, I see. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Trüffeln machen soll. Übrigens. Und jetzt ist genug gejammert und geredet. Jetzt haben die meisten schon wieder abgeschaltet. Ich kenne euch. Jetzt spiele ich ganz in Ruhe Stardew Valley. Und überleg mir Folgendes. Erstens kann ich mit dem Stoff noch irgendwas Lustiges machen. Das ist echt doof, ne? Mit dem Zwergenschriftrolle 3. Das ist unfassbar, dass mir das passiert ist. Jetzt überlegen wir mal, was wir so machen. So, ich habe noch diese Kakteen hier. Lass uns mal eben gucken. Ich könnte... Na, ich will hier nicht noch mehr Kram hinschmeißen, das ist zu viel. Erstmal mehr Kupfer machen. Wir haben fast genug für diesen... Ach, ich bräuchte zwingend mehr Iridium. Jetzt haben wir, ach stimmt, und letztes Mal haben wir den Vampirring bekommen. Richtig, 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 richtig. Weil wir die Fledermäuse erledigt haben. Ich glaube, das ist ganz gut. Ihr wisst, der erste Tag im Stream ist immer so ein bisschen merkwürdig. Ich werde... Na komm!
Sackgesicht. Ich werde schauen, dass wir ich glaube, ich werde die Krabbenreusen wirklich nutzen. Ich weiß halt noch nicht, wo ich die hinpacken soll. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die habe. Ach, ich habe die eben links. Einfach damit ich die Collection hier voll kriege, weil ich glaube irgendwie, das zählt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich die einfach hier auf der Farm hinmachen kann. Und ich einfach überall das gleiche kriege. Wisst ihr, was ich meine? Ich pack mal die drei Reusen. Erstmal hier unten in den See. So. Wir gucken mal, was da rauskommt. Ich habe keinen Plan. So, das haben wir gemacht. Alles klar. Jetzt können wir gucken, was wir mit unserem Stoff noch machen. Guter Plan. Außerdem wollte ich von jedem Barren einen verkaufen, außer vom Iridium-Barren erstmal. Und auch von jedem Erz. 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 Barren, Barren, Barren. Quarz. Ja, so. Welche am Hof und welche ans Meer? Könnte ich auch machen, ja. So. Das könnte ich tatsächlich auch machen. Ich weiß auch nicht, wie teuer die Karamreusen sind. Wir gucken mal. Vielleicht kann ich noch welche bauen. Drei Eisenbarren. Und 40 Holz. Das Blöde ist, ans Meer muss ich immer latschen dann. Haben wir nicht noch welche? Ne, wir haben nur drei Stück. Darüber muss ich nachdenken. Ich baue jetzt erstmal ein neues Hemd oder so. Ich weiß auch noch nicht, aus was. Ich nehme dieses Esperit. Ich will wissen, was das ist. Vielleicht kriege ich ein Horn. Wie bei Final Fantasy 9. Aber ich glaube, wir haben schon gesehen, dass das ein T-Shirt ist. Schauen wir mal. Trash. Mit einer Bombe. Was soll eine Bombe machen? Ein grauer Anzug. Ach, das ist ja. Das sieht ja nah, ich sehe aus wie Harveys Bruder, Alter. Na. Weg damit. Rollenspiel auch ein paar. Ein paar gruselige Sachen. Ja, ich meine, die gruseligen Sachen sind ja auch okay. Ich meine, ich habe genug Sachen auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube, da ist für jeden ein bisschen was dabei. Denke ich. Die Point-and-Click-Sachen machen mir halt Spaß. Wir machen auch, wie gesagt, Dark Souls-Sachen Spaß. Wir machen Hollow Knight Spaß. Super Metroid macht mir Spaß. Also so Metroidvania-Games macht mir super viel Spaß. Blasphemous hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, irgendwas von den Sachen werde ich auch lernen. Ich weiß noch nicht was, also als Speedrun jetzt. Wie gesagt, macht euch da frei von den Dingen. Das werde ich auch jetzt schon lernen auf dem deutschen Kanal. Sobald ich dafür ein bisschen Zeit finde, weil gerade Speedruns lernen ist super zeitintensiv, wenn man das einigermaßen machen will. Was ich als nächstes aber vorhabe, wenn ich mal einen längeren Tag Zeit habe, und das dürft ihr keinem verraten, ich hab's satt, Zweiter zu sein. Bei Quest for Glory. Nein. Ich werde den Weltrekord versuchen. Ich hab's super satt, Zweiter zu sein. Ich weiß, David wird mir nicht böse sein, wenn ich das mache.
Kein Speedrunner ist böse, wenn einer den Rekord wegnimmt, weil dann haben die wieder was zu tun und wieder was zu arbeiten. Ich werde auf jeden Fall versuchen, den Quest for Glory Weltrekord zu machen. Das werde ich jetzt irgendwann nächste Woche vielleicht machen, wenn ich Zeit habe. Dann wird es ein langer Tag und ich werde nur das eine Spiel spielen und wir werden den Weltrekord knacken. Ende aus Mickey Mouse. Okay? Das ist mein Plan. Da stehen noch die Tode an der Seite, das macht doch nichts. Jeder darf wissen, wie oft ich bei Dark Souls gestorben bin. Nackt. Und jeder darf wissen, dass ich das Spiel gerockt habe. Nackt. Naja, es geht so gerockt. Aber ihr wisst, was ich meine. Dankeschön. Es ist keine Schande. Nein, eben. Ja, und das wird mein Plan. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mit Dings weitermache. Und ob ich überhaupt weitermache mit, Resident Evil 3 Remake. Alle mögen das Spiel nicht und ich bin so. Ich weiß wirklich nicht, ob ich einfach for the Memes einfach nur irgendeinen Rekord auf normal einfach reinwerfe, damit ich einfach irgendwie auf der Liste stehe. Aber irgendwie finde ich, das ist auch nicht cool. Da würde ich lieber an Quackshot arbeiten und irgendwie bei Quackshot irgendwie nochmal ein paar Minuten rausholen. Dankeschön. Ihr könnt alle dabei sein übrigens, wenn ich das mache. Ihr müsst mir nicht nur die Daumen drücken, könnt auch live dabei sein, wenn ihr wollt. Für den Weltrekord. Das wird dann irgendwann nächste Woche passieren. Also jetzt die kommende Woche jetzt. So. Aber ich muss es einfach machen. Das ist einfach. Es nagt an mir, dass ich da nicht Weltrekordhalter bin. Auch wenn es nichts bedeutet. Wie gesagt, ihr wisst, warum ich Quest for Glory angefangen habe als Speedrun. Das ist das allererste Spiel in meinem Leben, an das ich mich gut erinnern kann, dass ich nicht selber gespielt habe. Das hat meine Mom gespielt. Und das war das erste Game, wo ich wirklich zugeguckt habe, aktiv. Und ich kann mich daran erinnern, einigermaßen. Ich mache das für mich, klar. Aber ich mache das auch einfach, weil, weiß nicht, ich finde das einfach eine schöne Sache so. Etwas, woran ich mich an meine Kindheit erinnere, durch meine Mom. Einfach zu machen. Und irgendwie gut darin zu werden. Und vielleicht wird mich meine Mama dann irgendwann mal loben. Nein, okay. Ich hab ein super Verhältnis zu meinen Eltern, also das ist kein Ding. Das geht auch ohne. Achso, ich muss noch nach George. Ich mache das nur für die Anerkennung meiner Mutter. Das habe ich am liebsten, danke. Geh auf 10 Freundschaftspunkte, du Sack. Du alter griesgrämiger Sack. Ich hoffe, du kannst ja auch dann live supporten. Roja, du bist Seelove. Also, ich weiß, ich vergesse es immer. Und ich weiß, ich mache das nie. Aber wenn es soweit ist. Klar, okay. Klar, Discord werde ich es auf jeden Fall posten. Aber ich werde es dann auch auf Twitter posten. Ich glaube, das hilft. Dem einen oder anderen hilft das doch. Wenn ihr kein Twitter habt und ihr mögt Gaming-Kram, Twitter ist wirklich ein guter Ort. Twitter ist auch so ein guter Ort. Ich finde Twitter extrem angenehm. Ihr dürft halt nur nicht deutsche politische Themen irgendwie twittern. Oder weltpolitische Themen. Das ist ein finsterer Ort, der in Vergessenheit geraten sollte. Und es sind auch viele Sachen, die vielleicht nicht auf öffentliche Plattformen gehören sollten. Jeder darf ja seine Meinung haben, aber manchmal ist es ein bisschen schwierig. Gerne. Ja, also für Gaming-Kram und so, das sind wirklich tolle, ganz tolle Leute. Ich habe da auch diverse Magazine und so im Twitter-Feed, wo ich dann über neue Spiele Bescheid kriege. Ich kriege für Harvest Moon Sachen Bescheid. Sowas lese ich dann gerne nach und das macht wirklich Spaß. Also alle, die uns ist kostenlos und umsonst und du kannst dir einen coolen Usernamen aussuchen. Wie zum Beispiel Ustrahaso, übrigens der beste Username auf Twitter, aber das ist vielleicht nur meine Meinung, vielleicht auch nicht. So, haben wir drüber geredet. Ja. So nämlich. Und ich meine, also ich weiß nicht genau, wie nah ich wirklich am Weltrekord bin. Ich bin ungefähr 3 Minuten weg. Aber 3 Minuten bedeuten bei Quest for Glory eigentlich gar nichts. Das ist einfach. Zum einen ist es halt Glück. Und zum anderen ist es halt ganz in Ruhe das drücken, was man drücken soll. Wenn die Kämpfe gut laufen,
Gerade gegen die Chernobyl Priests, dann ist das alles nicht so schlimm. Ich denke mal, in den Kämpfen alleine kann ich noch, kann ich bestimmt noch eine Minute rausholen alleine, alleine in den Kämpfen. Wenn ich dann noch Glück habe mit den Spawnraten der Monster, dann habe ich auch nochmal eine Minute gewonnen. Und wenn ich dann, dann habe ich schon 2 Minuten plus. Und dann seht ihr, und dann ist alles andere einfach nur ruhiges, ruhiges Spielen, gutes Routing. Und dann hat es das nicht verlaufen zur, zur Rosalka. Dann ist alles gut. Das sind die Sachen, die mir ja manchmal passieren. Aus irgendwelchen Gründen. Oder Blumen nicht mitbringen zu Rosalka oder so. Das kann schon mal. Ich weiß nicht, als Schnipsengegang dürfte mir dieser Fehler eigentlich nie passieren. Mir dürfte es nie passieren, dass ich der Rosalka, die, also ich dürfte die Blumen nie vergessen. Normalerweise müsste ich jedes Mal, wenn ich die Blumen für die Rosalka vergessen, müsste ich ein Giveaway starten. Einfach so. Aber das darf mir nicht passieren. Ich muss mich da konditionieren als Schnipsenjäger. So. Ich frag mich, ob es irgendein Event gibt beim Zauberer, wenn man mal abends dahin geht. Ich gehe jetzt mal dahin. Pipup. Bisschen aufhören und Glück mit in der Countdown. Ja, genau. Jetzt, wo ich den neuen. Yo! MDK Cone! Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Beziehungsweise willkommen in der Pyramide. Schön, dich zu sehen. Ich hab nichts für ihn, richtig? Ich hab nichts dabei! Das ist wirklich ein bisschen traurig, dass mein Bot keine Dings mehr spucken kann. Keine Emotes. Da muss ich aber Sage, wenn drum kümmern, wenn sie Lust drauf hat. Njong. 23 Uhr. Yo, Lale! Wie romantisches Gesicht. Party Papa. Wie romantisches Gesicht. Wie romantisches Gesicht auch für dich, Lale. Schön, dich zu sehen. Guten, schönen Sonntag. Super Sonntag, würde ich sagen. Ich sehe nichts, es ist dunkel. Ich habe meinen Leuchtring nicht dabei. Einen Monat noch. Als ich dich gefragt habe, wolltest du nicht. Und jetzt? Jetzt brauchen wir nur noch einen Monat. Du darfst es auch benennen. Außer es ist ein Junge, dann nicht. So, was gibt's denn sonst noch? Ah, meine Tasche ist voll, da war ja was. Mist. Kann ich irgendwas verkaufen von dem Kram? Yes. Yo, danke schön. Geschenke für die Grabwächter. Ich mag das immer noch. Danke, Sario, dass der Bot wieder spammen kann. Wir müssen das Beste draus machen. Ja, oh mein Gott, Kindererziehung. Mit uns beiden? Oh, Lale. Dürfen Babys Mehl trinken? Ist das okay? Ich schlag das nach. Wir gucken mal, was passiert. Ja. Ja, ich habe gerade drüber gesprochen. Also irgendwann. Yo, Checker, was geht? Jetzt. Ich hab vorhin auf Twitch auf Discord geschrieben. Heute gibt's keinen Kommen. Ihr müsst alle hier hin. Und jetzt sind alle hier. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe gerade davon berichtet, falls ihr gerade erst reinkommt. Weil wir spielen nur Stardew Valley. Das heißt, ich kann reden über was ich will, denn das Game ist selbsterklärend und wunderschön. Meine Farm ist toll. Nächste Woche, diese Woche, die kommende Woche. Also jetzt, von morgen an. Die Woche. Gut erklärt, Oster. werde ich es wagen? Und ihr sagt so, was? Er wird es wagen? Wird er sich endlich trauen? Ja, er wird sich trauen. Nicht so. Nicht so. Okay. Ich werde den Weltrekord versuchen für Quest for Glory 4. Ich werde mir einen langen Tag suchen, wo ich lange Zeit habe. Und dann werde ich den Weltrekord versuchen. Für Fighter 100%. Und wenn ich das geschafft habe,
Dann werde ich den Dieb lehren. Wenn ich dann den Dieb gelernt habe, dann werde ich den Magier lernen. Und wenn ich das alles geschafft habe, dann werde ich mich beim nächsten GDQ anmelden. Als Runner. Und bei den Rocket Beans werde ich mich auch melden. Als Speedrandale Teilhaber. Teilnehmer. Teilhaber! Nämlich. Als Teilnehmer. Mhm. Okay. GDQ, was ist das? Ich weiß nicht, was GDQ ist. Es ist bald wieder GDQ übrigens. Summer Games Done Quick. Games Done Quick ist eine Organisation, die zweimal im Jahr mindestens, zweimal im Jahr hat sie große Events. Games Done Quick, eine große Organisation, die mit Speedruns Spenden sammelt. Das ist die größte Gaming-Spendenaktion auf der Welt. Und sie sammelt zweimal im Jahr, einmal für Doctors Without Borders, also Ärzte ohne Grenzen, und einmal für die Krebshilfe ist es, glaube ich. Prevent Cancer, also Cancer Foundation. Und für diese beiden Sachen holen die sich alle Speedrunner, die sie kriegen können. Und das läuft eine Woche lang. Speedruns für den guten Zweck. Hat insgesamt schon über, jetzt lass mich nicht reden, deswegen nehme ich eine kleinere Zahl, auf jeden Fall über 6 Millionen Dollar eingenommen an Geld für den guten Zweck. Und das ist eine, ich bin da sehr überzeugt von, habe bis jetzt jedes Mal, wenn GDQ war, die letzten 2 Jahre, immer die Streams geschwänzt, eine Woche lang, war immer dort oder habe das gehostet. Hab immer dahin verwiesen, auch bevor ich Speedruns selber gemacht habe. Und ich bin ein großer Fan davon. Aber es gibt auch andere gute Speedrun-Charity-Events. Das ist nicht das einzige. Und es gibt andere gute. Es gibt zum Beispiel noch die die europäische Speedrun Assembly. Die macht das ähnlich. Die machen auch sehr viel für den guten Zweck hier direkt in Europa. Ist auch gut. Und wenn ihr davon keinen Plan habt, dann kann euch Sayo gerne mal die GDQ Website reinbringen. Ach, Blumentanz ist unten, ne? Blumentanz ist nicht in der Stadt. Und da werde ich mich dann anmelden. Und ich werde mich dann auch bei den anderen Sachen anmelden. Letztes Mal war irgendwas für Homosexuelle und die Unterstützung derer. Irgendwas mit Pride. Das soll nicht böse klingen. Irgendwas mit Pride heißt, weil ich habe keine Ahnung genau, wie das hieß und ich möchte nichts Falsches sagen. Aber da waren letztes Mal auch Leute von meinem Speedrun-Universum, was ich so kenne, waren da auch dabei. Das war ganz schön. Weil Gaming kennt keine Grenzen. Egal, wie man angemalt ist und egal, was man liebt, es gibt keine Grenzen. Gut? Gut. Das will ich kaufen. Will die letzte Sammelvogelscheuche kaufen. Ich möchte davon 2 kaufen und davon 2 kaufen. Gut. Mit wem tanzen wir jetzt? Das ist das Wichtigste. Mit wem tanzen wir an diesem Blumenfest? Wir werden höchstwahrscheinlich Lea heiraten. Deswegen habe ich mir überlegt, wir werden nicht mit Lea tanzen, weil wir haben ja noch das dritte Jahr. Und im dritten Jahr können wir dann auf jeden Fall mit Lea tanzen. Das heißt, ihr dürft jetzt irgendeinen Namen reinschreiben. Pam, nein. Aber ihr dürft jetzt irgendjemanden reinschreiben, mit dem wir tanzen sollen. Und mit dem tanzen wir dann. Für dieses Blumenfest. Auf geht's. Und währenddessen werde ich einen Schluck trinken. Und werd mal gucken, was die Locals so sagen. Exzellente Soße, Schlürf. Sebastian? Moment, was? Ja. Also ich weiß nicht genau, ob ihr das verstanden habt, aber ich bin Schnipsenjäger.
Nicht schnipperig Abstecker. Das ist übrigens das der Konterpart. Haley? Bitte Elliot um Elliot. Elliot. Elliot um einen Tanz. Oh nö. Nicht Elliot. Ich frage mich, ob Emily mit mir tanzen würde. Die Antwort ist nein. Schluck, ich bin nervös. Ich mag es zu tanzen, aber der Tanz hier wirkt etwas aufgesetzt. Den älteren Leuten gefällt es allerdings. Ich versuche gerade den Mut aufzubringen, jemanden um einen Tanz zu bitten. Nein. Nein. Wir retten Maru vor. Wir retten Maru. Wir könnten Maru vor Harvey retten. Oh, hallo du. Es ist nett, dass du mit mir sprichst. Der Frühling ist schon fast vorbei. Zu schade. Harvey! Ich bin Schnipsenjäger! Verdammt nochmal, Roja! Retten wir Maru? Okay. Du willst mit mir tanzen? Okay, sehr gerne. Oh, das war's? Männer können auch Schnipsen sein. Ja, schon, aber die heißen dann Schnipperiche und... Ich weiß, du magst Carlos aus Resident Evil 3, aber... Guck dir mal den Hut an! Boah, Junge! Die wissen, wer der beste Tänzer hier ist. Der mit dem großen Hut einfach. Waddle, 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 waddle. Ich finde den Tanz so merkwürdig. Das ist so voll der Fruchtbarkeitstanz. Die Frau so, ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben. Und du waddelst so ran. So. Das ist voll creepy, Alter. Und Schwarzblende. Orgie auf dem Blumenfest. Das hat Spaß gemacht. Zeit nach Hause zu gehen. Wir haben auch Vogelscheuchelotte. Ach, die können wir hier vorne hinstellen irgendwo. Damit die Krähen nicht immer meine Sachen hier fressen. Wir könnten auch normale Vogelscheuche daneben stellen eigentlich. Dekoration. Ach, wir haben schon diese Blumenpötte. Das ist natürlich sehr tragisch. Okay, Dekoration. Echt? Ich glaube sogar, dass Demetrius sagt, dass man sie retten soll vor ihm. Mega, das wäre mega witzig. Oh, ich habe Pluskrebs gekriegt, cool. Okay. Ich stelle die erstmal hier hin, weil ich nicht weiß, was ich mit den Kakteen machen soll. Ach, das mit dem Fruchtbarkeitsdance. Ja, das, ja, ich glaube auch, dass die das sagen, ja. Fruchtbarkeitsdance. Oh yeah, Fruchtbarkeit, baby. Ist doch schön, wir haben sowas nicht. Denk mal, wir hätten das Fruchtbarkeitstanzfest. Das wäre eine geile Sache, finde ich. Es ist so dunkel überall, ey. Gibt es halt nicht Wandleuchten bei Stardew Valley? Gibt es Lampen an der Wand? Ich hätte das gerne für den Schuppen irgendwie. Aber das gibt's ja hier auch nicht. Hier gibt's ja nochmal einen Feuerplatz. Cool. Ich mag meinen Flötenblock. Eine Schnecke habe ich auch verkauft.
Ich frag mal Carlos. Dein Kupfermülleimer ist bereit. Pierre hat morgen Geburtstag. Okay, wir brauchen das hammerbeste Geschenk für Pierre. Außerdem habe ich voll Glück heute. Okay. Vielleicht soll ich heute in die Dingsmine gehen, ihr wisst schon. Bier von Pam. Oh, dein Engagement ist wirklich beeindruckend. Nur wenige schaffen es, die komplette Rare Crow Collection zu erwerben. Bitte akzeptiere dieses Herstellungsrezept und deiner Leistung zu gedenken. Die ZC Rare Crow Gesellschaft Deluxe Vogelscheuche. Deluxe? Mit einem Iridium-Erz. Oh, cool. Das baue ich. Das habe ich nämlich gerade. Boop. Die sieht mega aus. Die stelle ich hier neben. Das ist der süße Boyfriend hier. Das ist der verwegene Boyfriend von der anderen. Ich weiß, dass Pierre eine Bitch ist. Okay. Voll gut. Joja mag abfackeln, Fragezeichen. Wir könnten Megabomben machen. 3 Stück. Wir könnten auch normale Bomben machen. 10 Stück. Ich denke, das ist ganz gut. Und dann können wir uns damit gleich in die Sandmine begeben. Sie haben sich vermehrt. Der Paarungstanz. Er wirkt. Ich wusste es. Wir müssen uns nur lange genug aneinander reiben. Ich habe gestern schon wieder meine Bohnen nicht gegossen. Warum bin ich erlaubt, dieses Spiel zu spielen, Chat? Grabwächter? YouTube-Mumien? Wer hat mir erlaubt, dieses Spiel zu spielen? Ich bin so schlecht in dem Game. Ernsthaft? Ich will, dass ich eine schöne Farm habe. Ich will nicht mega Money machen. Was ist mit mir los? Ich hätte ja gerne mal so eine Hasenpfote. Voldemort, nein! Ich meine, klar, die sind jetzt nicht effektiv. Oh mein Gott! Money, money, money! Es gibt kein Gut und Schlecht, nur Spaß, so ist es. 17 Mal Erdbeerwein. Okay. Ich mache einmal Starfruit. Kann ich Honig ein? Oh, ich mache Met. Fuck, ich mache Met. Mache ich wieder Wein. Kann ich das einlegen? Schicke ein paar Blumenkohl ein. Warum nicht? Okay. Das sieht bis jetzt doch ganz gut aus. Das heißt, wir müssen gleich nur los. Ach, wir müssen eben noch unsere Mülltonne abholen. Das ist aber kein Ding. Sauruman. Der Starke. Große Ziegenmilch.
Cool. Iridium-Qualität. I like. So. Achso, ich muss noch mein Essen mitnehmen, das ist ganz wichtig. Wenn ich in die Gruselmine will. Hier machen wir ein komisches Brötchen mit. Ich hab noch Stoff, ich könnte eben noch den Stoff. Ich könnte eben noch den Stoff benutzen. Wenn ich schon dabei bin, oder? Mach ich eben eine ganz kleine Stadttour. Eine ganz, ganz kleine Stadttour. Ganz klein. Auf geht's. Erstmal den Mülleimer abholen. Cool. Kann man ihn jetzt weiterentwickeln? Eine Omni. Ja, wir versuchen das heute. Hup. Ja, ich kann echt einen Stahlmülleimer dann machen mit 30% Verkaufswert. Med wäre jetzt mega, ja, das stimmt. Ist zwar ein bisschen früh für Med, aber. Ellie! Geh weg da! Das sind alles immer nur Dings, wa? Oh, da krieg ich einen Hut von! Ein schlaffer Beanie! Bin ich jetzt einer von den coolen Dudes? Yo! Yo, Penny, alles klar bei dir? Was geht denn so? Hey! Yo! Ich sehe aus wie ein Rapper mit meinem Goldkettchen und der Beanie. Noch essen? Nein. Noch essen? Nein. 10 Sterne bei ihm. Bumm. Achso, wir sollten noch einen Totem mitnehmen. Ja. Wir sollten auf jeden Fall noch einen Totem mitnehmen. Ich meine Totems. Ach da. Okay. Mac Australian, yo, was geht? Ich bin's wieder, euer Boy im Haus. Kommt zurück, wenn der Busfahrer da ist. Pam. Pam. Jetzt nicht, die macht Donnerstag Pause. Ich habe einen glücklichen Tag. Ich wolle nicht. Aber Pierre hat jetzt nicht Geburtstag, ne? Ich muss nochmal zurückgehen, ey, shit. Kann nicht sein, dass Pam nicht da ist am Donnerstag. Die macht doch kein Pilates, oder? Morgen Geburtstag.
Guck mal, wie glücklich ich bin. Ich habe instant zwei Dinger gefunden. Na super, da. Spooky Mine. Der hat 16 Schaden gemacht. Wow. Gut, dass sich so viele Gegner hier verbergen. Und Omni, heftig. Die Mine, also ich bin bei dieser Mine, ich konnte leider nicht in die andere Mine gehen. Ich bin jetzt nur in der normalen Mine. Ich glaube, die andere Mine hat unendlich Dinger da unten. Kommst du sowieso nicht so weit. Das ist die normale Mine mit 120, glaube ich. Ich guck gleich mal. So viel Eisenerz, boah. Ich durfte nicht in die Sandmine, weil der Busfahrer nicht da ist. Dinge, von denen man sich halt so aufhalten lässt, ihr wisst schon. Guten Tag. So, diese Mine hat 120. Weil der Busfahrer nicht da ist. Ich hätte mir ein Teleportationstotem kaufen sollen. Für die Sandstadt da. Das muss ich nächstes Mal unbedingt machen. Dieses Gebiet ist verseucht. Super. Dieser Vampiring ist übrigens extrem gut. Wir haben ein weiteres Geheimnis gewonnen. Zwergenrolle, was? Zwei. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Oh. Und was? Kann ich das auch erfahren? Wenn der Bus nicht kommt, wer kennt es nicht? Das stimmt wohl. Gibt es hier noch Feinde? Ach, da ist eine Fledermaus. Gibt es hier noch Feinde? Hinter dem Gemeindehaus, okay. Versteckt also. Yes, Solaressenzen. I love it. I need them. Guckt euch mein Leben an. Dadurch, dass ich jetzt immer wieder live leeche an den Gegnern, also Leben absorbiere, Leben entziehe, beziehungsweise Leben regeneriere, weil ich dich töte. Das ist gut. Mit meiner Beanie. Ich meine, es ist auch kalt hier in der Mine. Ja, da kann ich meine Beanie anziehen. Wow. Gefährliche Gefahrfussel.
Doppelrubine? Na, oh. Den hab ich einfach mit der Axt zerschlagen. Mit der Spitzhacke. Brutaler Tod. So viel Erz, Loot! Ich liebe Loot! Wir gucken gleich mal, was hinter dem Gemeindehaus versteckt ist. Hase? Einen Moment mal bitte. Kannst du deine Tür zumachen? So laut. Entschuldigung. Ich kann nicht mal meine eigenen Gedanken hören, weil du so laut bist. Hammer. Ich glaube, jetzt habe ich meine Frau. Jetzt glaube ich, ist meine Frau sauer. Lass doch so. Ich glaube, jetzt ist meine Frau sauer auf mich. Weil ich ihr gesagt habe, sie ist zu laut bei dem, was sie tut. Aber sie war sehr laut. Und ich wollte nicht, dass wir unsere Ruhe... Ich habe Pyjama an, ich wollte unsere Ruhe wahren. Ist das zu viel verlangt? Hinter dem Gemeindehaus also. Vielleicht gucken wir uns das mal tagsüber an. Ihr wisst schon, wenn ich tatsächlich was sehe. Und ich irgendwie im Dunkel stoche. Jetzt habe ich natürlich wieder Zwergenrolle 2 gekriegt. Das brauche ich natürlich irgendwie gar nicht. Ich brauche nochmal die dritte. Wir haben nicht so viel Erz bekommen, wie ich dachte. So, das war ganz gut. Okay. Gucken wir mal, was hinter dem Gemeindehaus versteckt wurde. Und wir wissen immer noch nicht, was Pierre mag. Ich glaube, ich schenke ihm einfach Sashimi. Erdbeerwein ist krass. Erdbeerwein ist krass, Junge. Außerdem geht mein Lebensstil gar nicht. Warte mal, Leute, das geht so nicht. Beanie tragen geht gar nicht. Heute ist auch wieder ein super positiv glücklicher Tag. Vielleicht schaffen wir es heute in die Mine dann. Mhm. Oh, Evelyn hat mir Brot geschickt. Yes. Brot! Oh, Erdbeerernte. Oh, und der Kirschbaum ist bald soweit.
Ich frag mich, ob ich einfach alle Qualitäten von Sachen behalten soll langsam. Um die dann zu verbessern. Beziehungsweise um die dann irgendwie in den Dings zu packen. In den ihr wisst schon wohin. Bei dem ihr wisst schon wem. Für das ihr wisst schon was. Money! Ich kann das hier noch reinpacken. Flusskrebse. Jetzt müssen wir natürlich ganz genau aufpassen, wie wir das machen mit Harvey. Eventuell. Es ist sinnvoll, ich denke nur laut, eben zu dem Wagen zu gehen. Ihr wisst schon, zu welchem Wagen. Nach unten. Ich müsste übrigens langsam anfangen, Kaffee zu machen, damit ich einfach schneller laufen kann. Ich meine, klar, ich könnte mein Pferd nutzen, aber... Ihr wisst, wie es ist. Das steht zu weit links. Das steht einfach zu weit rechts. Ich komme nicht sofort da dran. Das nervt mich. Ein normaler Sprinkler. Plus 3 zum Fischen. What? Ich glaube, das kaufe ich. Das packe ich mir in die Dings. Das packe ich mir in meine Fischertruhe. Falls ich mal richtig heftig was fischen muss. Plus 3 auf Fischen, wow. Für 600 kein Ding, mach ich gerne. Die feinste Suppe ist ein geheimes Familienrezept von Willi. Eventuell muss ich dann da mich bei Willi ein bisschen einschleimen. Wollte ich ja sowieso. Ein geheimes Familienrezept. Außerdem mache ich mal eben aus meiner Goldmakrele Sashimi. Sashimi-mi-mi-mi. So, und das schiebe ich jetzt Pierre zu. Und dann gehe ich... Wo sind meine Superbomben? Nicht hier drin. Obstertragbereich. Was ist da? Entschuldigung, oder meinst du die Bomben? Ein Geburtstagsgeschenk. So dungeonmäßiger Boden, voll geil. Da waren die Bomben. Ich hab's jetzt gefunden, die waren in meiner komischen Mülltruhe. So. Okay. Bergstraße 24, aha. Seid ihr bereit für harte Sand-Dungeon-Abenteuer? Ich nicht.
die ganze Tasche voll, voller Krams, ey. Wir gucken mal, was passiert. Zumindest haben wir einen sehr glücklichen Tag. Eben nochmal das hier vernünftig machen. Wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht, wir brauchen Essen, ja. Essen, Essen, Essen und wir brauchen die Bomben. Die Bomben. Das wird unser Setup sein. Vermetzel. Wir schaffen das? Ja, wir müssen mal gucken. Ich brauche eigentlich nur Iridium und zwar am liebsten... Also am liebsten noch 4 Barren Iridium, dann könnte ich mir das Iridium-Band bauen. Das wäre natürlich mega gut. Und alles darüber hinaus wäre natürlich noch besser. Mhm. Vielleicht damit ich bald eine Iridium-Spitzhacke bauen kann, das wäre natürlich mega nice. Oh Gott, sind das viele. Ich mach die platt, weil die haben manchmal Iridium drin. Düpidüp. Okay. Die kann ich noch nicht töten irgendwie. Und das ist ein glücklicher Tag. Ich hänge immer noch auf Ebene 1 rum. Okay. Kommt drauf an, für wen dieser Tag glücklich ist. Oder wie? Haben die sich beim Zuschauer vertan da auf dem Ding oder was? 2 Omnigioden ist gut. Hallo? Könnte ich eventuell ein bisschen runter? Fünf Ebenen tief. Okay. Dann werde ich schon mal das Brot essen. Just in case. Meine Taste hat gehakt. What? Okay, wir essen direkt jetzt. Wir essen direkt Supermahlzeit, scheiß drauf. Okay, jetzt ist besser. Kein Risiko eingehen. Und die springen mir meinen Weg zum Glück. Oder auch nicht. Alles Erz, was hier liegt, interessiert mich null. Danke. Oh, ein Leuchtring. Super. Kann ich den wegschmeißen eigentlich? Für Geld? Super. Ebene 8. Hier gibt es schon mal Mumien. Das war schlecht, richtig?
Es macht alles so viel Schaden. Ich weiß, da gab es noch mehr Diamanten, aber... sogar das hat mich noch getroffen. What? Zeit für eine weitere Supermahlzeit! Das ist die... Mahlzeit. Ein weiterer Ghost. Okay. I need Iridium. Please. Oh, jetzt kommt aber das Glück langsam zum Vorschein, wa? Hier ist auch nochmal schön der Vampirring, wenn ich halt keinen Schaden kriege und irgendwas erledigen kann. Dann gibt es halt wieder ein bisschen Leben zurück. Das ist halt ganz gut, ne? Cool. Oh, what? Da ist ein Dinosaurier, ein Dino voll sauer, Alter, cool. Ah! Okay, die sind gefährlich. Okay, die sind gefährlich und super tanky, alles klar, weiß ich jetzt Bescheid. Ein Dinosaurier-Ei? Voll gut! Vielleicht habe ich da hinten... Vielleicht habe ich da hinten Glück. Dino! Yes! Dynamite! Kram. Ich denke, also, wir haben noch nicht einen Funken Iridium bekommen, okay, aber ich denke, sonst läuft ganz gut. 26 gut. Okay.
kannst davon nicht abhauen, Alter, das ist so krass. Und auf einmal verlässt mich das Glück mit dem nach unten kommen, oder wie? Oh, die sind ja auch richtig krass, wa? Oh, das Loch. Bye, Bitches! 8 Ebenen gefallen! Iridium! Finally! Meine Gebete wurden erhört! Okay, jetzt müssen wir nur noch tief genug, um vernünftiges Iridium zu finden. Verfeinertes Quarz. Oh, nehme ich auch. Ich kann den Leuchtring wegpacken. Komm schon. Ich kann dich jetzt mit 2 Iridium hier rausgehen. Mit 2 Iridium nicht Barren, sondern einfach nur mit 2 Iridium Erz. Ich brauche mehr. Das hier sollte ein glücklicher Tag sein. Der hat kein Iridium dabei, what? Komm schon! Please, man! Please! No, just a little bit! Just a little bit more Iridium, please! I beg you! Das war alles, was ich gekriegt habe? Ich bin auf Ebene 40. Das kann nicht alles sein. Oh shit. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber ich hab mein Totem weggepackt.
Hose! Wie ist das passiert? Okay, passt aber noch. Okay, wir sind im Haus, alles gut. Also ein toller Tag, wirklich. Ganz toller Tag. Zwei Iridium, zwei. Drei Iridium bekommen, okay. Drei Iridium. Drei Iridium. Ein Win in deinem Buch mit dem Dino-Ei. Vielleicht. 16 Geoden haben wir gekriegt, das ist ganz gut. Streng geheim. Hier das Rezept für mein berühmtes Blaubeertörtche. Blaubeertörtche, da. Ich habe voll viele Blaubeeren. Ich meine, wir können das Dino-Ei gleich mal ausbrüten. Blaubeertörtche, das da? Blaubeere, Weizenmehl, Zucker, Ei. 125 Energie. Wir brüten das gleich mal aus. Das Dino-Ei. Trotzdem, ey, ich kann doch nicht so wenig Iridium nur haben. Ob ich hier seitlich noch mehr Hopfen mache für noch mehr. Für noch mehr Bier? Okay, das Dinosaurier packen wir mal eben hier rein. Nicht, dass ich einen Fehler mache. Ihr wisst, welchen Fehler ich machen könnte, oder? Und den machen wir nicht. Wir versuchen ihn nicht zu machen. Auf der anderen Seite könnte ich dann den Tag neu starten, wenn es wirklich passieren sollte. Yo, Thor, danke für den Host. Bap, Dinosaurier-Ei. Bap! Bap! Super! So, das haben wir gemacht. Ich hoffe, dein Sonntag ist super. Ich hoffe, euer aller Sonntag ist super. Sonntag ist der beste Zeitpunkt, um einfach nur zu sein, zu existieren. So. Okay. Ich glaube, ich
sammle hier schon mal meine Blumen auf, weil ich glaube, wir sind durch mit den Blumen. Oh nein, die haben wirklich verschiedene Farben, die Blumen. Okay. Jetzt habe ich 5 verschiedene blaue Jazzblumen. Nein. Ich mache mir mal aus einer so einer Tulpe, mache ich mir mal einen Hut oder so. Oder was man auch immer da rausbekommt. Okay. 16 Omnigionen. Ach so, was ich noch mache, weil das ja sowieso klar ist, mache ich einmal Folgendes. Und ich denke mal, Lea hat es auf jeden Fall verdient, dass sie schon mal einen Blumenstrauß bekommt, jetzt wo wir so viele, jetzt wo sie auf dem ersten Platz ist, denke ich schon, dass das eine gute Idee ist. Ich suche sie gleich mal. Das Gentleman Horse ist ganz gut. Das ist ganz gut, ja, das stimmt. Das Beste seiner Art. Eine Hose kriege ich von der Tulpe. Ein süßer Rock, der färbbar ist. Warum trage ich keinen Hut? Warum trage ich keinen Hut, Chat? Seit wann trage ich keinen Hut mehr? Beinfreiheit! Wo ist mein Hut hin? Ach so. Ja. Alles klar. Nein, zu leer. Seid ihr Wollmütze? Warum sagt mir keiner Bescheid? Dakonese. Dakonese. Und ja, ich kann auch einen Rock tragen. Ich meine, jetzt sieht man endlich meine lila Schuhe ein bisschen besser, oder? Jetzt kommen meine Sneaker bestimmt voll gut zur Geltung. Wenn ich sie tragen würde. Da ist Willy. Du willst es ernster angehen? Geht mir genauso, 9 von 10. Ich bin irgendwie nervös, du nicht? Das Bauernleben klingt so, als könnte es Spaß machen. Ich möchte es irgendwann auch versuchen. Feste Freundin, Chat. Kleiner Finger. Kleiner Finger. Ich sollte öfter Röcke tragen. Sayo war nicht da, soll ich ihr erzählen, dass wir von 40 Untergeschossemine, 3 Iridium-Erz. Erz, nicht Barren, Erz. Wow. Ich hab genug Geld und Schnappatmung. Moment, ich bin gleich wieder da. Miau. Ich muss was ganz Besonderes machen. Auf geht's! Gentle Pferd, Gentle Horse. Lobobste. Miau, miau. 3 sind besser als keins.
Das sage ich auch dazu, ja. Ich könnte versuchen. Flatons habe ich. Nicht genug. Okay, nächste Mal. Schade, jetzt habe ich mich so beeilt. Ich wollte das Wohnhaus erweitern. Aber ich hole eben noch ein bisschen Hartholz dann. Trüffel essen? Nein. Kann ich Trüffel in die Mühle packen? Kann nicht gemahlen werden. So. Okay. So ab halb sechs vielleicht. Dann gehe ich jetzt mal in den verwunschenen Wald mit meinem Rock und dann hole ich mir ein bisschen hartes Holz. Ihr wisst schon, all das Holz, an dem ich jetzt vorbeilaufe, ist ein bisschen härter, dadurch, dass ich jetzt meinen Rock trage. Auf geht's! Auf geht's! In den verwunschenen Wald! Ich hätte wenigstens genug Iridium gehabt für das Iridiumband. Ich könnte gucken, was Krobus so hat. Es tut mir leid. Kennt ihr Heringsdip? Kennt ihr das? So eingelegte Heringe in Apfel, Sahne, Zwiebelsoße. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß nicht warum. Aber dieser Geruch steigt mir jetzt schon seit 10 oder 20 Minuten in die Nase. Und ich hab voll Lochfraß. Ich hab extrem Bock da jetzt drauf. Ich weiß nicht, woher der Geruch kommt. Keine Ahnung. Ah! Keine Ahnung, ich glaube, vielleicht überrascht mich meine Frau mit Heringsdip, aber ich glaube nicht, weil wir keinen haben und es ist Sonntag. Nee, Sarah hat sich kein Essen gemacht. Nee, die hat mich gerade gefragt, ob wir gleich ein bisschen Salat machen, aber ich habe auch keinen Hunger. Das werden die bösen Nachbarn sagen. Jo, pa. Oh, ich habe voll Lochfraß jetzt, deswegen. Beziehungsweise ich habe Appetit auf genau das. Kennt ihr das? Wenn ihr nichts anderes essen wollt auf einmal? Nur noch das, was ihr nicht bekommen könnt? Ich hasse es. Ah, die Entonese ist fertig. Ein Dakonese. Okay, das haben wir. Gut. Dann gehe ich mal nach Krobus. Hüte es bis Montag, dann schmeckt es doppelt so gut. Ich kann es ja nicht anders. Ich kann ja nichts anderes machen. Man kann ja nur warten. Aber das Problem ist, von Heringsdip kriege ich unglaubliche Magenschmerzen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube wegen der Sahnesauce. Oder wenn dieser Sahnesauce dabei ist. Aber es schmeckt so unglaublich gut. Ne? Das ist halt. Ich habe mir geschworen, dass ich das nicht mehr esse. Wegen dem Essen halt. Ich kann hier einfach auch Megabomben kaufen. Jetzt soll ich noch nach Krobus. Sayo hat selbstgemachte Kartoffelchips gemacht. Deswegen riecht hier das so. Ich dachte, das wären die bösen Nachbarn. Das riecht extrem nach Heringsdip. Und ich habe jetzt voll Bock auf Heringsdip. Und du hast einfach Kartoffelpuffer gemacht. Cool, ich zeig dir mal eben im Chat. Moment. Hört ihr das? ASMR essen jetzt?
Das sind Fagos selbstgemachte Kartoffelpufferchips. Warte mal, ich mach mal groß, ganz kurz. Warte, warte. Da so sind sie. Sind ein bisschen dünn, aber geil. Mh, ist ganz gut. Hat die Sayo gemacht. Mh. Schmecken gut, ja. Wie gesagt, sie sind ein bisschen dünn geschnitten. Das weiß aber Frau selber, das ist das erste Mal, dass sie welche gemacht hat. Mm, aber. Schmecken gut. Mhm. Mm. Ja, die Idee war wirklich gut. Aus den Links hast du die jetzt gemacht, oder was? Aus den. Mm. Aus allen? Nee, nur ich habe nur mit vier mal ausprobiert. Das sind nur vier Stück? Oh Gott. Ja, krass. Ich dachte, wenn die gut sind, dann kann ich gleich noch mal ein paar mehr machen. Dann weiß ich jetzt, was ich die Dicker schreiben muss. Mm. Das ist wirklich eine gute Idee, wa? Sayo macht euch das Rezept für Discord fertig und Bilder. So. Achso, ich wollte was holen für den Zauberboy. Vielleicht ist er noch wach gleich, dann kann ich ihm was schenken. Dann schenke ich ihm so eine Schattenessenz. Davon habe ich ungefähr 1 Million. Um genau zu sagen, jetzt habe ich noch 150 davon. Ich habe Schattenessenzen wie Pokémon. 151, denn mehr brauche ich nicht. Na, doch, ein paar schon. Aber Sichlor ist unter den ersten 150, von daher können alle anderen ruhig weg. Ja, ich hab's gesagt. Hm. Sorry, ich höre jetzt auch auf zu essen. Aber heute ist gemütlicher Sonntag, komm. Und ihr kriegt eine Doppelfolge Stardew Valley jetzt. Wollen wir mal nicht beschweren jetzt? Jetzt wollen wir mal nicht beschweren. Ruhig weiter, stört nicht. Doch, das stört, ich weiß das. Das ist so extrem unprofessionell, wenn man hier vorsitzt und sich dann irgendwie den Wanz vollschlägt. Das mag ich nicht. Also beim Zocken. Wenn man hier isst, weil man sagt, oh, ich mache einen Essensstream, dann ist das gut. Ich weiß nicht, ob ich nachher, wenn wir Salat essen, ob ich einfach Kamera laufen lasse, also Großbild mache und ihr könnt einfach mich beim Salat essen bewundern. Ich bin übrigens ein sehr guter Salatesser. Ich esse wahnsinnig leidenschaftlich Salat. Glaube ich. Ja, so bin ich. Leidenschaftlicher Salatesser. Mm. Und wir haben wieder aufgehört, morgens Fleisch zu essen. Das ist sehr gut. Er gibt nicht so wirklich geilen Beat. Ist egal. Das ist nur ein Flötenblock. Oh, oh. Und das andere ist auch ein Block. Oh, oh. Das finde ich okay, wenn das der letzte Tag des Frühlings ist übrigens. Gleich gibt es wieder Sommerzeit. Sommerzeit und das Wetter ist heiß. Macht euch bereit. Zieht euch die Bikinis an, denn es ist Sommer. Die Glücksmahlzeit. Du hast gelernt, eine Glücksmahlzeit herzustellen. Ah. Du bist dumm zum Salat essen, Quatsch. Die glückliche Mahlzeit. Mit einer Seegurke, Tortillas und blauem Jazz. Plus 3 Glück? Das ist eine Menge Glück.
Blue Jazz habe ich zum Glück noch. Tortillas, kann ich das selber auch machen? Mit Mais. Und Seegurken. Ich könnte einmal Glücksmahlzeit deswegen schon jetzt herstellen, richtig? Ja. Ich glaube, es lohnt sich. Wenn wir... im Gewächshaus Blue Jazz an. Ich habe keine Seegurke mehr. Kann ich Seegurken das ganze Jahr über farmen, also angeln? Das müsste ich gleich mal wissen. Denn ist die Frage, ob ich eine Seegurke angel und mir einen Teich mache mit Seegurken, um dann, da könnte ich nämlich hier drin Blumen machen, also Blue Jazz anpflanzen und Mais. Und dann könnte ich eventuell mir ein Unlimited Power durch Glücksfutter geben. Ein guter Plan. Mir fällt kein besserer ein. Können wir schon machen, oder? Seegurken gibt es nur im Winter und im Herbst. Ah, schade. Ich habe echt keine Seegurke mehr. Ich guck gleich nochmal. Echt? Hi Kid, ich guck gleich mal. Vielleicht habe ich noch einen im Kühlschrank. Weil ich glaube, das ist ein ziemlich guter Plan, den ich da habe. Mit. Ich glaube, das ist voll der gute Plan. Das eine Fass lassen wir erstmal leer. Dann machen wir uns einfach noch einen Fischteich. Ich weiß noch nicht wohin. Dreimal Stoff. Ich kann auch richtig Sachen bauen. Habe ich schon Stoff mal verkauft? Ich habe noch keinen Stoff verkauft. Ich verkaufe einmal Stoff. Bumm. Vielleicht auch bei der Fahrradhändler gucken. Ja. Nee, ich habe hier noch einen Krebs. Wie ärgerlich. Ich dachte, ich hätte noch eine super Seegurke, eine normale Seegurke. Ja, mal schauen. Da ist sie! Boop! I am the one! Aske? Alles Klärchen, Bärchen! Aber ich weiß noch nicht genau, wohin damit. Und das hat jetzt nicht so wirklich Eile. Deswegen mache ich jetzt erst was anderes. Cool. Das hat voll gut geklappt. Wir gucken gleich trotzdem mal bei der fahrenden Händlerin, was sie so hat. Ein Zug fährt durch das Sternentor. Ja, das soll er ja mal machen. Das ist ja nicht verboten. Ich finde das mit dem Zug voll das dumme Feature. Ja. Ich hab's gesagt.
150 Stücke Hartholz. Gut, dann, dann überlege ich mir jetzt, wo ich einen Fischteich hinmache. Egal. Ich denke, weil der ist schon hier, also 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 5 ist der groß. Kiste ausräumen. Oh nein! Kein Platz! Oh no! Ich schleppe auch noch meine Hose mit mir rum. Warum tue ich das? Ich habe jetzt diesen wunderschönen Rock. Na, jetzt müsste ich genug Platz haben. Ich schleppe im Moment alles mit mir rum, das ist total schrecklich. Moment mal eben. Weil ich wieder so in Eile bin. Mhm. Ja, das wollte ich machen. Okay. Wir machen jetzt erst das Ding. Dann haben wir damit Ruhe. Dann gucken wir, wo wir die Truhe neu hinpacken. Ich muss aber meine Steine mitnehmen, wenn ich das machen möchte, richtig? Ich überlege, was ich mit dem Rest des Tages mache. Ich habe ja leider nicht so gutes Glück. Ich könnte angeln für die Angelpunkte. Damit ich bald auch mal wieder am Angeln auflevel. Oh mein Gott, das ist, als ob das Ding dafür gemacht wurde, dahin zu kommen. Voll gut. Willkommen zurück, Calypso. Voll gut. Voll gut. Voll gut. Okay, dann kommt folglicherweise meine Angelkiste einfach wieder hier nach oben. Okay, ich ziehe meine Hose wieder an. Das war lustig mit dem Rock, aber ich bin ein Mann. Ich habe hier die Hose an. So, hier habe ich zumindest noch Blue Jazz. Das ist gut. Mais habe ich auch genug.
diese Muschel noch dabei. Das kann aber nicht mehr. Achso, Stein wieder rein. Bup. Im Moment ist meine Tasche ein riesiges Chaos. Schaut nicht hin, ihr dürft nicht gucken. Nein. Keiner guckt. Perfekt. So, ich glaube, für den Rest gehe ich wirklich angeln dann. Ach, meine Angel. Muss der noch mitnehmen dann. Meine gute Fiberglas-Angel. Oder Iridium-Angel, oder was das ist, wa? Iridium-Angel, Und auf dem Weg könnte ich dann eventuell nochmal ein neues Kleidungsstück herstellen. Aber ich weiß nicht mit was. Zwei neue Kleidungsstücke sogar. Ich könnte es mal mit Weizen probieren. Und mit der Nautilus-Muschel. Vielleicht kriege ich was Cooles. Vielleicht kriege ich einen coolen Angelhut. Das wäre schön. Jetzt fürs Angeln. Vorsicht! Schade, man kann Stoff nicht nochmal oben reintun. Bauchfreies Tanktop. Ja, wo ist der Rock? Ja. Ja, sofort auf damit. Kein Cosplay mehr. Es ist schließlich Sommer. Nein. Ihr wollt mich nur ärgern. Es ist so warm, ich ziehe jetzt meine normalen Klamotten wieder an. Nein! Euer Bikini für meinen bauchfreies Top mit Rock? So sieht das nämlich aus. Hier wird hart verhandelt. Gibt nix. Gibt nichts umsonst hier. Nickes! Ah, es ist so cool mit dem Schatzding. Wir haben ein Iridium-Barren Plus. Endlich! Danke, Jesus! Danke, Random Jesus! Danke, Awusel! Oh, Seetang. Yay. Das ist sogar färbbar, das Tanktop. Das bauchfreie. Iridium-Hering. Zeitung. Kann ich theoretisch einfach hier einen
Recycling-Maschinchen hinstellen? Oder geht das nur auf den eigenen vier, auf den eigenen vier Höfen? Ich angel auch, wenn es dunkel ist. Na na na. Na na na. Und Witz, die Heringe sind so leblos. Die. Bei den Heringen ist so krass deutsche Achterbahn, Alter. Ich bin ein Fisch. Ich schwimme im Wasser. Ich bin ganz unten. Der super Iridium-Hering. Ich muss gar nichts machen, das ist einfach nur so, ja, okay. Er fängt sich von selbst. Fängt sich von allein. Apropos fangen, ich muss gleich noch ganz schnell in den verwunschenen Wald. Ich brauche noch mehr Hartholz. Wenn ich das Haus wirklich erweitern möchte. Ah, ein Hering. Ja, super. Nee, eine Sardelle. Gott! Ich hätte keinen Bock drauf. Wenn es kein Kampf ist und der Fisch sich, der Fisch schon freiwillig in die Pfanne hüpft, da ist ja auch Quatsch. Da ist ja. Da brauchst du mir auch kein Minigame geben, Game. Okay. Verwunschener Wald. Mehr Holz. Für uns. Wir brauchen nicht mehr allzu viel. Nur noch 40, glaube ich. Und dann können wir uns das beste Haus leisten, was es gibt in Game. Das allerbeste Haus. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben zwar noch nicht geheiratet, aber wir können ja trotzdem schon mal Kinderzimmer haben und den ganzen anderen Rotz da. Zwölf Hartholz pro Tag. Ja, so gut. Mal sehen, wo mein Pferd ist, da. Auf geht's. Ab nach Hause. Der Tag war lang genug. Ne? Seetang essen? Nein. Gut, dass ich noch irgendwo eine Seegurke gehabt habe, oder? Das hättet ihr von mir nicht erwartet. Jetzt packe ich erstmal meine Kleidung weg. Ah, ihr habt ja recht. Aber nur einmal, okay? Aber nur einmal. Nur einen Tag lang. Den ersten Tag im Sommer kriegt ihr mit der besten Klamotte, die ich anziehen kann, okay? Für den Sommer. Fair? Ich find's fair genug. Ihr schuldet mir was. Aber dann zieh ich auch meine Sneaker an. Oh Gott, jetzt sieht's aus, als ob ich rote Lackschuhe anhab. Oh mein Gott, meine Haare dazu. Oh Gott. Meine Frisselhaare. No. Cool.
Guck mal, wie das aussieht! I'm feeling cute today, anscheinend ist das Motto. Eieiei, oh! Süße Edelsteinbeere. So wurde ich auch schon beim College genannt. Ich muss trotzdem meine Farmarbeit machen, egal wie süß ich aussehe. Ich kann jetzt nicht einfach in der Stadt rumlaufen und mich präsentieren. So geht das nicht. Ich muss auch ein bisschen arbeiten. Oh Gott, und mit den roten Lackschuhen geht gar nicht. Ich dachte, das ist ein Sneaker. Indeed. Bis gleich. Ah, jetzt können wir auch wieder neue Blumen pflanzen für unseren Honig. So, die süße Edelbeere brauchen wir für irgendwas. Das kann hier rein. Boom! Irgendeiner ist doch nicht draußen von den Viechern. Zwei waren nicht draußen, krass. Ach komm schon, Ziege, komm mit raus, doch. Sonst muss der jetzt wieder reingehen, oder was? Was ist denn los? Ist dir die Sonne zu warm, du? So. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen. Ach ja, ich wollte sowieso da runter. Wo ist mein treues Pferd? Wo ist mein Gestüt? Ich meine, es schämt sich wahrscheinlich für mich, aber... Feeling cute today! Und nein, ihr werdet das nur diesen einen Ingame-Tag bekommen, also genießt es. Genießt es, wie ich mit meiner riesig viel zu großen Schleife, meinen nicht gemachten Haaren, meinem Tanktop. Habt ihr schon mal meinen Bauch gesehen? Ihr wollt da keinen Tank. Ihr wollt nicht, dass das Bauch frei ist. So. Und mein Rock mit meinen viel zu haarigen. Ah, das stimmt, okay. Nee, das stimmt nicht, okay. Aber viel zu haarige Beine trotzdem. Ja, und dazu meine roten Ausgehpumps. Super. Das kann meine Cuteness nicht handeln. Ja, ja. Oh, fahren. Schlange keinen mehr gesehen. Boop. Also, boah, voll süß! Oh Gott, das ist doch in dem Outfit. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Kobolde. Deine maximale Energie wurde erhöht. Dem alten Steinmann gefällt es auch. Er hat richtig fettrote Augen. Oh, so cute! Das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe. Rutsch mal rüber. Was? Kobolde. Da war doch noch ein Ei versteckt. Njom.
127. Ich meine, ich habe 72.000 Geld. Das ist nicht schlecht. Ich weiß doch nicht, was ich damit will. Und ich kaufe jetzt erstmal Mais. Blumen. Ihr dürft mir gleich irgendwie, ihr dürft mir gleich übrigens helfen. Wer Lust hat, kann mir gleich helfen beim Einkaufen. Für den Sommer. Das stimmt, ja. Das ist stimmt, das ist ein wirklicher Vorteil im Outfit. Ah, ich kann Peppis machen. Hm, Peppis Weizen könnte ich auch machen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber. Radieschen. Wo kriege ich denn Rotkohl her? Penner. Ich kaufe erstmal 10-mal Mais. Ach, das ist Rotkohl! Yes! Da holen wir auch mal 10. Oh, was nehme ich denn für Blumen? Blumen. Was nehme ich denn für Blumen? Ich nehme auf jeden Fall Sonnenblumen. 8 Stück. Dann nehme ich 8 Sommerschmuck. Und 8 Mohn, weil Mohn auch Blume. Dann nehme ich ein paar Peppis. Ich nehme hardcore viele Melonen. Alles klar. Ja. Das ist Lea. Lea, mein Schatzi! Ich habe heute Morgen ein paar wilde Früchte gefunden. Entschuldige, ich habe keine mehr übrig. Schau dich weiter um. Ich bin mir sicher, du findest was. Wir haben eine von diesen Beziehungen. Wie nice ist eine Melone wäre. Ach, ich... Ja. Ich bin wirklich eher der Peppi-Typ. Ich könnte den ganzen Tag Pepperonis essen. So, dann lass uns mal gucken. Also ich denke mal, ohne Frage machen wir hier die Dings hin, die Sonnenblumen. Ich glaube, weil das ist die teuerste Blume. Der teuerste Blume, ja, ihr habt mich schon richtig verstanden. Ach, die muss ich auch noch gießen. Das Gute ist, jetzt kommen natürlich keine Krähen mehr, ne, durch unsere Verbindung der Supervogelscheuchen. Yo! Pingis! Pingis läuft auch noch hier rum! Ich mach hier mal die Sterntau-Dinger hin, glaube ich. Dein Magen würde sich umbringen. Echt? Habe ich auch immer gedacht, aber die milden Peppis sind echt gut. So ganz leicht Schärfe. Hm. Ich muss noch Bienenhäuser bauen. Ich habe doch noch was zu tun, seht ihr? Die Farm ist noch nicht schön genug. Ich muss gleich mal gucken, was ich für Bienenhäuser brauche. Und nochmal so 5. Nochmal so 5 oder 10 Stück würde ich gerne bauen. Ich guck mal. Ich denke, die Eisenbahnen sind gerade das größte Problem. Das andere müsste ich eigentlich alles haben. Vielleicht nochmal 5. 4 nur. Ja, achso, wegen dem Eisenbahnen. Das ist ja kein Ding. Guck, wie schick das aussieht. Oder? Ich bin ein Fan von dem, was ich selbst tue. Baby.
Außerdem mache ich jetzt... Ich glaube, ich mache hier wirklich Mais hin. Habe ich einen zu wenig gekauft. Ach shit, hab ich keinen Sprinkler. Ich mache noch einen Iridium-Sprinkler. Ich wollte nicht machen. Ich wollte den Iridium-Sprinkler nicht machen. Aber ich mache jetzt noch den Iridium-Sprinkler für draußen. Wisst ihr was? Ich brauche gleich zwei. Oh, ich habe gar keine Reben gekauft. Das ist jetzt auch doof. Hier machen wir mal eben den Rotkohl und die Peppis hin. Das sollte eigentlich ganz gut laufen. Wir gucken mal... Ach, es ist schon zu spät. Ich würde gerne noch Dings verbessern, meine Gießkanne. Weil ich glaube, wenn ich jetzt erstmal das nur in die Reichweite der Sprinkler mache, dann brauche ich erstmal nicht gießen. 10 Stück Peppis. Und 10 Stück Rotkohl. Das sieht eigentlich ganz nett aus, und dann in der Mitte erstmal freilassen. Und dann kann ich, wenn ich das große Melonenfeld anlege in 1-2 Ingame-Tagen, kann ich dann schon Stahl-Gießkanne haben. Das wäre eigentlich ganz gut. Und dann könnte ich hier so ein ganzes Feld, das glaube ich hier direkt, am Brunnen voller Melonen klatschen. Das hört sich so gar nicht so schlecht an. Und dann machen wir die nämlich mal eben einen nach unten. Machen wir die hier hin. Und dann machen wir das hier alles voll. Da brauchen wir halt nur noch Eisenbarren für. Da können wir jetzt aber dran arbeiten. Oh, Moment mal. Da könnten wir jetzt dran arbeiten. Und der Iridium-Sprinkler arbeitet dann auch ab morgen. Das heißt, das müssen wir auch, darum müssen wir uns auch nicht kümmern. Ich denke, das ist ganz gut. So, das ist das eine Bienenhaus, was wir noch gebraucht haben. Und dann mache ich jetzt noch mehr Eisen. Stahl, ich mache Stahl, Junge! Das eine Iridium... Also ich kann... Warte mal. Hatte ich nicht noch zwei Iridium gefunden und wir hätten noch einen Barren machen können? War das nicht so? Habe ich noch irgendwo anders Iridium? Und ich habe das irgendwo einsortiert? Außerdem merkt ihr, es kommt nicht ein einziger Neuer rein. Bei jetzt, bis jetzt 3 Stunden mittags, sonntags. Keine Chance, dieser Kanal ist tot. Die wissen alle von dem Kanal, die denken sich alle, ah, nee, da gehe ich besser nicht hin. Ah, den kenne ich doch. Ich dachte, ich hätte echt noch Iridium gehabt. Der Mann, der es bei allen deutschen Gamern verkackt hat. Der Mann. Die Legende. Guck, wie gut das aussieht. Schön. Ein bisschen Holz hacken. Wir haben auch ohne die anderen Spaß. Ja, aber das Problem ist, sie wird dadurch auch nicht größer. Und der Kanal ist einfach dem Scheitern verurteilt. Einfach, du kannst es halt nicht. Das hier 5 oder 6 Mal die Woche machen, ist einfach unmöglich, wenn du keinen Support hast. Das ist unmöglich. Weil du musst arbeiten gehen dann. Und du kannst nicht deiner Frau sagen, okay, du gehst jetzt 8 Stunden am Tag arbeiten und sitzt dann noch 4 Stunden da an dem Ding hier davor. Das ist unmöglich. Das macht kein Mensch mit.
Und so geht das einfach nicht. Leider ist die Welt so. Ich kann da auch nichts für. Oh, eine Geheimnachricht. Yes! Super! Eine Notiz von Maru. Teile, die ich für meine größte Erfindung noch brauche. Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie, Diamant und Erdbeeren. Ich hab ja Spaß, das Problem ist. Bringt halt nichts, ne? Wir hatten ja vorhin gesprochen. Frag mal jemanden, was Super bedeutet. Ja, ich bin nur bei den Kleinen. Ich bin nur bei den kleinen Streamern. Denn dann kriegen die Support. Ja, aber wenn ich dann zwei Leute zu groß bin und nicht nur noch dich beachte, dann gehst du wieder zum nächsten. Das ist kein Support. Das ist Quatsch. Da haben wir kurz vorhin drüber gesprochen. Deswegen, habt da Spaß, wo ihr Spaß habt und hört auf mit diesem ich supporte nur kleine Leute. Das macht keinen Sinn. Supporte die Leute, die ihr von Herzen gerne schaut. Ende der Geschichte. Und das ist alles. Das ist das ganze Geheimnis. Und dann wird er sich darüber freuen. Und jeder. Und wenn du einen gerne schaust, der schon 1500 Zuschauer hat, dann schaust du halt den gerne, der schon 1500 Zuschauer hat. Das ist doch egal. Der wird sich auch über deinen Support freuen. Ja, er redet halt nicht nur mit dir im Chat. Pech. Und das ist nicht nötig. Wir können auch Spaß haben, wenn ich nicht jede Zeile im Chat vorlese. Glaube ich, dass das funktioniert. Ich glaube, hier funktioniert das. Das ist das Einzige, was hier wirklich funktioniert. Wir können Spaß haben, auch wenn ich nicht die ganze Zeit nur darauf warte, dass ihr mir Nachrichten schreibt. Und das finde ich sehr schön. Das finde ich wirklich schön. Jetzt habe ich einen Marker gesetzt, egal. Bumm, ich wollte Love Push drücken. Ich komme von hier nicht an meine Truhe dran, schade. Ich mach mal dieses ganze Mais zu Tortillas. Und das Ganze, naja, zumindest so, ja. Weil ich brauche die Tortillas gleich, wenn meine Seegurke dann gleich fertig ist. Da können wir super viele Seegurken machen, super viele Seegurken. Und da können wir Glücksfutter machen. Komm, wir machen noch einen kleinen Mitternachts-Tortilla-Snack. Blue Jazz, also ich glaub's nicht. Vielleicht packe ich die Höhlenkarotten auch hier rein. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, wo man Höhlenkarotten braucht. Oh, wir könnten Spaghetti machen. Cool. Es gibt so coole Rezepte hier. Und das Problem ist, dass es das nicht, das finde ich schade. Ich finde es schade, dass nicht jedes Essen Buffs gibt. Dann wird das Essen viel mehr Sinn machen, dann wird es auch viel mehr Sinn machen, Sachen zu kochen. Aber warum sollte ich irgendein Gericht machen mit drei Zutaten, das mir 100 Ausdauer gibt, wenn ich einfach nur Käse essen kann, der mir einfach 200 Ausdauer gibt? Das ist ein bisschen schade. Ja, Tag 2 im Sommer, das war's. Ich habe ein Unterhemd an? Wie laufe ich denn im Sommer rum? Ich denke, der Hut ist ganz gut fürs Pferd. Oh mein Gott, mache ich einen auf Captain? Ich könnte nur in Unterhose rumlaufen. Unsere Cuteness! Ich könnte einfach so rumlaufen. Einfach als Seekapitän in Unterhose. Ich könnte es machen. So, die nehme ich mit.
Reagieren die Leute anders, wenn ich... Oh, aber stopp. Ich muss meine Seegurke da reinwerfen. Matrose, Unterhose. Ja. Wir machen das gut. Ah, so sieht's doch ganz süß aus. Das sieht auch null verwirrt aus. Ich denke, das ist ein gutes Sommeroutfit, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich glaube, es ist ein super Sommeroutfit. Sternfrucht, geil. Auch mit den Kampfstiefeln dazu, die sehen schon so ein bisschen die sehen auch so aus, wie, als ob die zu dem oberen Matrosen-Outfit ganz gut passen könnten, aber ich habe keinen Platz mehr. Muss ich jetzt erst an die Truhen gehen, das ist egal. Kein Wort und Kraut. Der Rest ist immer noch nicht fertig. Ich habe wieder nur Met gemacht. Komm, gib mir so eine Hasenpfote, komm. Ich bin noch nicht glücklich genug. Ja. Frau ist wieder merkwürdig. Gerade hat sie erst Kartoffelpufferchips gemacht aus irgendeinem Anlass. Und jetzt hat sie ein neues eigenes Dressing gemacht. Ich weiß nicht, warum ich das verdient habe, diese wunderbare Frau, aber offensichtlich habe ich sie verdient. Vielleicht. Ich habe sie zumindest. Oh, die Dinger arbeiten gar nicht. Oh, sag doch was. Eine Blaubeere. Und davon was? Und irgendwo habe ich mein Kaviar. Sag doch, dass die nicht arbeiten. Mein ganzes Geld. Jetzt gehen wir nach Clint. Machen die Gießkanne eben weg. Ja. Und dann gehen wir noch Holz holen. Cherish the Sayo. Yes! Sayo is such a good girl. Edelwicke. Oh. Oh, no. Na, oh, kein Müll. Keine Müllkekse. Obsidian, ich glaube, das habe ich schon. Stahlgießkanne. Boop. Gut. Obsidian habe ich schon, richtig? Das heißt, ich könnte daraus eventuell Kleidung machen? Oder habe ich das auch schon gemacht? Gut. Hopp. Ich sehe euch. Ihr kleinen Würmer. Ihr könnt nicht abhauen.
Nein, nein. Ob ich noch mehr Kram mache? Ich meine, im Moment brauche ich extrem viel Eisen, wie es scheint. Ich könnte eventuell das Obsidian gleich nutzen, um eventuell wirklich nochmal Kleidung zu machen, die vielleicht cool ist. Aber vielleicht habe ich das sogar schon gemacht. Obsidian hört sich an, als ob ich mit sowas schon mal arbeiten würde. Auch Spaß. Ihr wollt Krieg. Ihr kleinen dreckigen Schleimviecher wollt also Krieg. Okay. Habt ihr davon, dass euer Volk nun dem Untergang geweiht ist, ist nicht meine Schuld. Ja, ich kriege jeden Tag 12 Hartholz. Also 2 Tage noch, dann kann ich das Wohnhaus verbessern. So, jetzt habe ich das auch gemacht. Okay, gut. Was mache ich als nächstes? Ich könnte das Obsidian jetzt wegbringen und gucken, ob ich damit Kleidung machen kann. Jetzt kann ich auch ein Hartholz mal mitnehmen und gucken, ob ich was ich daraus machen kann an Kleidung. Eine Edelwicke vielleicht. Ich nehme die Edelwicke nicht mit. Ich kriege bestimmt wieder ein Dings dann. Da kriege ich bestimmt wieder nur einen Rock. Ich will keinen weiteren Rock. Sonst muss ich den wieder anziehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Hopp. Sheriff. Gib mir das. Und gib mir das auch. Langsam wird Dings auch knapp. Ihr wisst schon, Dings. Das, was ich meine. Genau das. Nee, ich will kein Merchandise tragen von Joja. Ich nehme mal einen Fledermausflügel mit. Vielleicht ist das irgendwas Cooles, Gruftigeliges. Da hätte ich auch Bock drauf. Irgendwelche Gruftikleidung. Ich meine, Captain Unterhose ist auch nicht so schlecht. Aber... wir gucken mal. Achso, jetzt kann ich jetzt übrigens Lea mehr Sachen schenken. Da muss ich auch noch drauf achten. Das habe ich noch nicht. Okay, okay, dann mache ich erst das Obsidian. Nietenweste. Nächstes Mal, wenn ich in meinen Lieblingsclub nehme, gehe, ziehe ich das mal an. Eieieiei. Ich guck mal ein bisschen, ob es jetzt schon ein neues Event gibt. Zumindest nicht hier. Gut, gut. Ich wünschte, es wird noch irgendwie einen anderen Abschnitt geben, wo ich auch noch Hartholz bekommen könnte. Aber ich überlege verzweifelt, aber ich finde nichts. Mir fällt nichts ein.
Ich habe übrigens durch das Angeln letzte Mal wieder kein Angelskill bekommen. Gibt es irgendeinen Fisch im Sommer, der sich wirklich lohnt zu angeln? Apropos, ich wollte noch in das Gemeindehaus gehen und gucken, was ich da bekomme. Schattengeister, da bin ich kurz. Da, 8 Stück bin ich von entfernt. 8 Schattengeister. Okay. Ich könnte mir ein neues Schwert kaufen. Meins macht 30 bis 45. Das kriegen wir doch besser hin. Ich kaufe mir das frickin' Lava-Katana. Das ist eine Klinge, die einem Helden wie mir würdig ist. Auf geht's. Wir machen noch eben die paar Geister da fertig. Voll gut. Ich weiß, es war sauteuer, aber es ist nicht so schlimm. Oh, Schattengeister! Endlich mache ich Damage. Yes! Ein Gefühl der Macht durchströmt mich und ich muss schon wieder an Kobolde denken. Da war nicht der Ausgang, war ich habe alles in die Luft gesprengt. Na super. Boah, Junge, ich mach richtig Damage jetzt. Ich mache euch alle fertig! Ich meine, dass der Schleim immer noch so viele Schläge braucht, ist merkwürdig. Okay, ich muss dabei aufpassen, während ich alle fertig mache, dass ich nicht dabei fertig gemacht werde. Das ist normalerweise der größte Trick. Beim Fertigmachen nicht fertig gemacht werden. Jetzt können wir ohne Angst in die böse Miene. Naja, ich glaube, ja. Kommen eben noch die paar Schattengeister da. Ich brauche noch 3 oder so. Oder 4. Ach, da ist doch der Ausgang. Mist. Lauf. Ich sehe keine Schattengeister, also weiter. Irgendwas zu fressen dabei? Seetang. Alles klar. Hallo! Dass du stressbedingt nicht da warst. Ach so. Dafür warst du aber woanders. Ist ja kein Ding. Hör auf mit sowas. Ich mag das nicht. Kinder, nicht lügen. Es ist schön, dass du da bist.
keine Rechenschaft ablegen. Du kannst auch gerne wieder gehen. Das ist gar nicht das Problem. Wenn ich da sein kann, kann ich da sein. Ah, sehr gut. Ich hoffe, ich verliere meinen Lava-Katana. Dann kann ich gleich nochmal neu den Tag von neu anfangen. Da, Depp. Hab ich davon. Clint hat mich gefunden. Okay. ...5008 Gegenstände. Alle meine Omni-Geoden habe ich verloren. 5000 Gold. Das ist viel. Passiert, ich habe nicht aufgepasst. Ich wollte unbedingt noch die Dinger fertig machen, diese Schattengeister. Hab dann die Zeit vergessen. Passiert. Schade. Da war ich zu reckless. Clint, unser Held. Yay! Nochmal, das Wichtigste hier, ich betone das gerne nochmal, das Wichtigste hier ist wirklich Spaß haben. Und wer hier dran keinen Spaß mehr hat und nicht, wenn er hier ist, Spaß haben kann, da ist für den das Falsche. Und bitte nutzt euren Support doch da, wo ihr dann auch wirklich Spaß habt, wo ihr wirklich seid, wo ihr wirklich sein wollt. Ja, ist völlig okay und in Ordnung, aber habt dann Spaß. Aber ich weiß, dass da bei manchen wenig Spaß noch vorhanden ist, dass sie sich dann hier hinzwingen, weiß ich nicht, oder wegen irgendeinem Kram da. Bitte macht es nicht. Das ist nicht nötig. Nochmal, die Leute, wo ihr wirklich gern, von Herzen gern seid, wo ihr wirklich von Herzen supportet, die freuen sich darüber und die... Ja, da seid ihr auch richtig. Ganz einfach. Nicht? Da seid ihr dann auch richtig. So. Und jetzt muss ich gleich, einen Moment. Jetzt muss ich gleich, jetzt habe ich auch auf den Sack gekriegt. Zum Glück habe ich das Katana behalten. Das 5000 ist nicht so, das ist egal. Und die Items sind auch egal. Glaube ich. Ich gehe mal ins Bett. Na, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Spaß haben. Und ich weiß, bei dem einen oder anderen ist nicht mehr so viel Spaß übrig. Das ist okay. Und ich bin mir sicher, ihr findet die besten, 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 besten Leute auf Twitch für euch, wo ihr Spaß haben könnt, ungezwungen. Okay, und ich mache jetzt einmal Pause. Ich esse jetzt was. Das heißt, danke für bis hierhin, für diese Folge. Und wir sehen uns gleich nach einer kleinen Pause wieder direkt live. Beziehungsweise ich bleib live. Ich esse jetzt vor euren Augen. Und ja, bis gleich. Und für YouTube bis später, ihr Mumien.